Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Happy Words. Heute mit dem Level von Itcho Forza. GLP Pogo Extras. Yeah Manu, oh Manu, jetzt ist es soweit. Ist ein komischer Typ. Oh Gott, nee. Ach, das ist der. Boah, ich dachte gerade schon, man müsste von den auf ein so ein Ding springen und dann eben zum nächsten. Das wäre ein bisschen stressig gewesen, glaube ich. Es wird schwieriger. Ich verstehe nicht, wieso die Leute immer sagen, ja, das wäre so schwer. Ich finde das immer voll einfach. Ja, bist halt genauso gut wie ich anscheinend, ne? Ja, jetzt wo Road to Varo vorbei ist, fängt ja eigentlich schon fast wieder, oh mein Gott, ey, dreh's einfach genau nochmal um. Jetzt wo Road to Varo vorbei ist, fängt ja schon wieder fast Varo an. Morgen um 12 Uhr kommt der erste Part. Die müsst ihr natürlich alle kaputt liken, Leute. Denn der erste Part ist immer der tollste Part. Also wenn euch der erste Part schon nicht gefällt, könnt ihr direkt weggehen, ey. Also eine kurze Message. Warte, das sollte ich vielleicht in der behinderten Stimme sagen. Tupitz der Bedstead. Und ich habe mir Puffy aus dem Turm genommen. Er mag mich mehr als dich, also macht er Schluss mit dir, um mit mir nach Afrika durchzubringen. Wo wir glücklich und zufrieden ohne dich, Manuel, leben werden. Ich wette, du hast es dir nicht durchgelesen. Ha, Wette verloren! Du schuldest mir 1 Million Euro. Oh, 1 Milliarde % impossible. Yeah. Oh, oh, ist echt impossible. Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich probiere das nicht nochmal. Oh, Gott sei Dank. Ja, geil. Schieb mich. Der hat mich nicht wirklich. Nee, okay. Ich lebe noch. Manuel, oh Manuel. Jetzt ist es soweit. Manuel, oh Manuel. Ich liebe dich und wenn du die Level spielst, wirst du sehr sexy. Was? Puffy wird aber immer für nur mich lieben. Oh yeah. Ich werde, falls du dieses Level spielen solltest, mit meinem Kanal unter Videos schreiben. Ah, das ist kein Name, sondern deinem. Ah, keine Werbung. Bitte nicht. Mein Kanal wird, wenn du das dann liest. Außerdem bitte bewerte das Level. Leute. Also nichts jetzt gegen den Typen, der das geschrieben hat, aber wenn ihr drüber schreibt, das soll keine Werbung sein, ist es immer noch Werbung. Das bezieht sich jetzt besonders auf so behinderte Kommentare wie, ja, keine Ahnung, einfach irgendein YouTube-Kommentar. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber schaut doch mal hier vorbei. Ich mache und das ist toll. So Leute werden grundsätzlich bei mir immer blockiert und ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich versteh's einfach nicht. Speedsplay. GLP.tv 99% Impossible. Hey GLP, ich habe ein 99% Impossible für dich gemacht. Es ist sogar eine neue Art. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Versuche es zu schaffen. Okay. Ich muss an diese Abrissbirne springen. Okay. Also ich meine, wenn ihr es nicht schafft, irgendwie Erfolg zu haben. Oh Gott. Mit irgendwelchen guten Videos, dann bringt es auch nichts, irgendwie in die Kommentare zu schreiben und zu sagen, ja, aber es gibt doch gar keine andere Möglichkeit mehr. Wie gesagt, es ist jetzt, die Möglichkeiten sind heutzutage viel, 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 viel größer als damals, schnell viel Erfolg auf YouTube zu haben. Ist einfach ein Fakt. Heißt aber noch lange nicht, oh Gott, wie weit muss ich fliegen, dass es eben jeder schafft. Das ist auch immer ganz komisch. Ganz viele denken immer, nein, oh, wie knapp. Dass nur, wenn man lange dabei ist, man auch automatisch Erfolg haben muss. Das ist Schwachsinn. Das ist ein totaler Humbug. Nein. Schon allein die Logik. Wenn jeder Erfolg hätte, hätten alle keinen Erfolg? Das würde ja gar nicht gehen. Wenn jeder, der damit anfängt, sofort Erfolg hätte, dann ist das ja nichts mehr wert? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Komm. Hä, wie? Ach Mann. Oh, okay. Das war dumm. Verätzender Teil. Ach da.
Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein bisschen nervig, dass man das erst so spät sieht. Alter. Oh Mann. Warum lasse ich denn vorher los? Er hält sich nicht fest. Er hält sich einfach nicht fest. Ja, egal. Meine Gedärme schaffen... Ne, die schaffen es auch nicht. Schade. Komm. Hä? Ich muss... Genau. Ja, 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 ja. Der richtige Ansatz. Viel zu hoch. Ich schaff's nicht, oder? Ja. Ich hab's. Ich bin kurz vorher gestorben, Mann. Ich konnte doch noch meinen Arm bewegen. Ach, Mann. Ja, yeah, Bobby Spar. Ja? Ich mach einfach mal gar nichts, Leute. War sogar ganz nett, der Versuch. Aber ich glaube, so wird das nichts. Komm. Ja, mach nochmal einen Move. Cool. Cooler Trick. Cooler Trick. Jetzt aber, komm. Ja, ja, ja. Komm schon. Das ist einfach nicht machbar. Jedenfalls nicht so, wie ich es gerade probiere. Konnte ich einen Char auswählen? Nee, konnte ich nicht. Komm! Ich probiere gerade mal ein bisschen zu variieren. Oh! Ja, schwimm weiter! Ja! Das Schwimmen hat mich gerettet! Ich bin der Beste! Ich bin zwar tot, aber ich hab's geschafft. Oh Mann. Oh Mann. Hä? Nein! Was habe ich getan? Nein! Everyone! Okay, dann spielen wir halt nicht mal eure Level. Gut. Gehen wir hier rein. Hallo? Ach, guck mal. Das kenne ich doch schon. So ein Level kenne ich doch. Das habe ich schon mal gesehen in meinem Leben. Tschüss, Timmy! Wow! Super Level. Super Level. Echt. Kratz. Graz, würde von mir bestimmt einen Stern bekommen. Oder null. Null geht ja auch. Welcome to Paper World. Cool. Einfach das echte über das gezeichnete. Hinter das gezeichnete. Hä? Oh. Das war sogar die Lösung des Rätsels. Komm, 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 komm. Nein, nein. Ich bin tot, ne? Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Einfach nochmal. Einfach durch. Einfach. Genau. Genau so. So, Leute. Heute fahre ich Fahrrad mit Kind. Normalerweise benutzt man ja Treibstoff für so ein Fahrrad, habe ich mal gehört in der Schule. Aber... ich habe das so gemanagt, dass mein Kind einfach da hinten kackt. Und dann kriegt das Fahrrad Antrieb. Jetzt fragen sich bestimmt einige, warum ich denn da noch trampel. Gute Frage. Ich trampel nur noch, weil mir das Spaß macht. Das hat gar nichts mit dem Antrieb zu tun, das ist davon abgekoppelt. Und jetzt fragen sich bestimmt einige, was passiert, wenn Timmy stirbt und nicht mehr da reinkacken kann. Ja... Die Energie, die... Der muss nur jede Stunde einmal reinkacken. Genau. Ja. Das wäre echt cool. Das wäre cool. Einfach so ein... Topf. Anstatt ein Sattel. Und dann kackt man halt jede Stunde einmal rein. Was man auch durchaus machen kann, ne? Schafft man ja. Und dann... muss man nicht mehr fahren. Treten. Schön, oder? Also, oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt aber. Komm schon. Ja, 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 ja. Da liegt was. Das ist ein Pfeil. Oh. Oh. Heißt das, die Teile haben schon mal irgendwo hingeballert? Ja! Nein! Nein! Oh. Oh Mann. Oh Mann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eben das Level von Azwa.
mit diesem Char. Ja, der kann das auf jeden Fall. Hä? Die hält den fest? Ja, geil. Kann ich nur lenken? Nee, er ist tot. Aber ist doch mal nett. Das ist doch mal nett. Aber klar, sie hält ihn fest, weil sie ihn ja auch allgemein festhält die ganze Zeit, um nicht darunter zu fallen. Was war das denn für ein Ende, ey? Mann, so ein Kacklevel. Oh, ihr macht viel bessere Levels. Ja gut, ich würde sagen, das war's. Wenn ihr ein paar bewerten würdet, wir sehen uns dann morgen bei Varo um 12 Uhr. Vergesst da nicht, Leute. Stellt euch einen Wecker um 11.30 Uhr. Spätestens. Bis dann. Tschüss.